Okay, ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen. Vielleicht wäre jemand so freundlich, würde die Tür ein bisschen beiziehen, damit meine Stimme sich nicht so extrem überanstrengen muss. Ich heiße euch herzlich willkommen. Mein Name ist Birgit Olzen. Ich denke mal, ich bin bekannt oft unter dem Namen Coach Birgit im Netz. Die einen oder anderen habe ich sicherlich des Öfteren auch auf den deutschen WordPress-Community-Plattformen gesehen oder gelesen. Ja, heute möchte ich über das Thema WordPress REST-API sprechen. Leider ist mein Co-Speaker, der Hinak, heute verhindert. Trotzdem möchte ich ihn gerne noch kurz vorstellen. Also, mein Name ist Birgit Olzem, ich bin freiberuflicher Coach und Consultant, WordPress-Trainerin, arbeite derzeit für eine kleine Agentur in der Vulkaneifel, wo ich auch wohne. Und Hinak, wie gesagt, ist Plugin-Entwickler, Entwickler vom WP Immomakler, wohnt in Lüneburg, Hamburg und ist, wie gesagt, heute aus familiären Gründen leider verhindert. Versteht ihr mich gut genug? Auch da hinten. Gut, wunderbar. Also, was wollen wir mit dem Talk erreichen? Ich möchte eigentlich euch ganz kurz erklären, was überhaupt die REST-API ist. Ich möchte dem einen oder anderen auch ein bisschen die Angst nehmen vor der API. Das ist so ein Big Topic im Netz. Und anhand kleinen Beispielen zeigen, was überhaupt machbar ist. Ich möchte aber eins vorwegnehmen. Ich bin weder ausgebildete Entwicklerin noch Designerin, sondern absoluter Autodidakt. Ja, deswegen bitte ich auch, bestimmte Dinge zu verzeihen. Hier sitzen sicherlich einige Entwickler und Entwicklerinnen im Raum, die sicherlich das noch ein bisschen besser erklären oder programmieren könnten als ich. Aber mir geht es darum, euch ein bisschen die Grundlagen überhaupt näher zu bringen. Was ist die REST-API überhaupt? Kennt einer von euch, also ich meine, ihr sitzt ja alle hier im Raum, arbeiten alle mit WordPress. Wem ist die REST-API noch gar kein Begriff? Okay, also ich bitte euch, mir zu verzeihen, dass da so ein paar Fachworte kommen. Ich versuche sie ein wenig zu erklären gleich. Wer setzt von euch die REST-API schon regelmäßig ein? Okay, das ist überschaubar, Frank. Also das heißt, du kannst mir gerne gleich noch ein bisschen sonst unter die Arme greifen. Also, wie wir alle wissen, ist WordPress ja ein Open-Source-Projekt und es gibt ein Entwicklerteam, die sich zur Aufgabe gemacht haben, WordPress noch mehr zu öffnen und dementsprechend das WordPress-API-Projekt gegründet. Und das Ziel ist einfach, den Zugriff auf eure Daten, eurer Webseite, einfach durch das HTTP-REST-API-Protokoll zu übertragen. Informationen dazu findet ihr auf wp-api.org. Akronyme, die euch im Bereich WordPress-API begegnen werden, klar, WP steht für WordPress, brauche ich nicht groß erklären, API, Application Program Interface, REST, Representation State Transfer und JSON JavaScript Object Notation. Im Prinzip heißt es so, wir haben mit WordPress unsere Datenbank, unsere Daten, API als Schnittstelle, REST ist halt, wie es transportiert wird und JSON ist das, was am Ende hinten rauskommt, was wir dann nutzen können. Wir haben auch den Begriff CRUD, der des Öfteren auch im Netz zu lesen ist. CRUD ist praktisch eine Abkürzung für Create, gleich, was wir in WordPress kennen, Post. Read, was wir in WordPress kennen, Get. Update, heißt Put. Und Delete, brauche ich ja sonst großartig nicht zu erklären. Das sind letztendlich die Datenbankoperationen, die wir via HTTP REST ausführen können. Es ist halt die Frage, welche CRUD-Operationen haben wir denn überhaupt zur Verfügung? Wie können wir WordPress sagen, was wollen wir denn für Daten haben bzw. manipulieren. Folgende CRUD-Operationen sind halt möglich. Wie ihr seht, wir haben die Posts, wir haben Post-Meta, wir haben die Post-Revision. Wir können natürlich auch Pages, natürlich auch sämtliche Media-Elemente sowie Kommentare, die Taxonomies, Terms und natürlich User-Daten auslesen und auch manipulieren. Das heißt, wir können natürlich auch erstellen, aktualisieren und löschen.
Dann stellt sich natürlich die Frage, wo kann man überhaupt die REST-API einsetzen? Da möchte ich eine kleine Geschichte zu erzählen. Ich habe im Januar bei einer Firma angefangen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, mobile Apps für Kleinunternehmer zu entwickeln. Und die haben auf dem Framework Titanium von Appcelerator aufgesetzt und als Backend-Lösung Concrete 5 genutzt. Concrete 5 war aber bis dahin überhaupt kein Begriff. Und im Laufe der Arbeit haben wir praktisch WordPress als Backend-Lösung eingesetzt und halt die REST-API dafür genutzt, die Daten, die wir auf dem Kundenportal eingerichtet haben, in die App einfließen zu lassen, sogar als sogenannte Hybrid-App. Das ist aber natürlich auch nur ein Bereich, den wir nachher nochmal kurz ansprechen werden. Es gibt aber die Möglichkeit, dass man zum Beispiel sagt, dass man auch einfach ein Frontend bauen möchte, ohne wirklich, dass sämtliche Prozesse auf dem Webserver laufen müssen, also sprich immer serverbasiert. Die REST-API arbeitet damit, dass letztendlich sämtliche Prozesse, die wir liefern, auf Klientenseite, also im Browser, durchgeführt werden. Wir haben zum Beispiel verschiedene JavaScript-Bibliotheken, die wir damit ansprechen und befüllen können. Node.js ist da auch zu benennen. Klar, HTML5, JS, CSS3 und mein Lieblings-App-Framework Ionic. Dann ist die Frage, ja. Ganz kurz, was ist Ionic? Ionic ist ein HTML5-Framework, das eigene Endpunkte mitbringt für mobile Hybrid-Apps. Das heißt also, du kannst auch mit Material Design Apps entwickeln, basiert auf Apache Cordova. Also du kannst halt Apache Cordova-Apps praktisch mit Ionic gestalten. Das ist im Prinzip ein Gestaltungsframework wie HTML5 für Webseiten, ist das hier halt eben für mobile Apps. Also ich arbeite sehr gern damit mittlerweile, es macht echt Spaß. Framework ist dieser Rahmen, ne? Genau, also praktisch ein Sammelsurium von verschiedenen Einstellungen und Skripten, dass man das nicht selber mal alles erstellen muss. Was man wichtig wissen muss bei der REST-API, wir haben bestimmte Endpunkte und Routen, die wir einrichten müssen, beziehungsweise die schon existieren, die wir nutzen können. Dazu sammeln wir praktisch erstmal die Daten aus dem WordPress Core. Zur REST-API muss man Folgendes sagen, es gibt im Projekt WP-API zwei Versionsnummern, die im Netz unterwegs sind. Das ist einmal die Version 1.x, die ist aber mittlerweile veraltet. Viele Tutorials bauen aber noch darauf auf. Deswegen achtet bitte darauf, wenn ihr Code-Snippets findet, ob die noch der alten Version entsprechen oder schon der neuen Version 2. Die übrigens jetzt mit der kommenden Version WordPress 4.4 im Core, im Basisbereich enthalten ist. Ja, also der Core ist vorbereitet für die API und spätestens in der nächsten WordPress-Version sollen auch die Standard-Endpoints auch in der API schon im Core vorhanden sein. Wir rufen die API praktisch auf mit unserer Domain /wp-json/wp/v2 für Version 2. Das wird sich aber im Laufe der Zeit auch noch ändern. Und wir können halt eben auch eigene Endpunkte nachher auch entwickeln, das zeige ich euch. Wie kann ich jetzt zum Beispiel meine Daten manipulieren? Ich habe ein Code-Snippet, worin ich erkläre, wir setzen praktisch ein Add-Filter ein, REST-Prepare-Post und ich möchte praktisch Inhalte aus den Post-Daten, was mir JSON liefert, löschen und nehme die Funktion Remove-Post-Data und hier setze ich die Funktion Unset, zum Beispiel dem Post-Data-Sticky. Ich möchte praktisch Sticky nicht in meinem JSON-Ergebnis haben. Das gleiche gilt auch Daten zu Postdata hinzufügen. Ich habe jetzt in dem Fall ein Beispiel gewählt, das zeigt, wie ich Random Infos einfach zu meinem JSON-Ergebnis hinzufüge, indem ich einfach ein Feld in die API mit registriere, Random Info,
und unten halt die Funktion eingebe, welches Array, also welche Daten ich einfügen möchte in mein Ergebnis. Das gleiche geht natürlich auch, wenn ich Metadaten zu meinem Autoren hinzufügen möchte, beispielsweise der Autor hat Twitter, Facebook und Instagram eingegeben. Diese Daten, ich kann get the author meta auch nochmal meinem JSON-Ergebnis mit hinzufügen. Ich zeige nachher noch Beispiele, das hier ist jetzt einfach nur grobe Info. Desgleichen kann ich natürlich auch die sogenannten Endpunkte entfernen. Ich kann es immer sagen, ich möchte nicht, dass in meinem JSON-Ergebnis alles, was Media betrifft, auftaucht, also kann ich diese Endpunkte einfach deaktivieren. Natürlich kann ich auch neue Endpunkte hinzufügen und das ist das letztendlich, was wir jetzt auch schon mit der neu kommenden Core-Version einrichten können. Wir können einmal die Basic-Endpunkte von dem aktuellen Plugin nutzen und natürlich eigene Routen und Endpunkte definieren. Also die Slides sind auch online zur Verfügung, also stehen auch online zur Verfügung. Ich schicke auch gleich den Link nochmal per Twitter raus. Hier ist noch der zweite Teil, wie ich neue Endpunkte eintrage, indem ich zum Beispiel auch nochmal in den Array von meiner Route auch eine Info und Random Post noch mit hinzufüge. Einfach, oder? Als wichtiger Punkt möchte ich noch einfach mit aufnehmen, einige Daten, die wir natürlich, wenn wir WordPress-Datenbankinhalte manipulieren, ist natürlich die Sicherheit. Darf auf keinen Fall außer Acht gelassen werden. Deswegen bieten wir auch in der REST-API eine sogenannte Authentifizierung. Weitere Informationen findet ihr natürlich auf der Projektseite. Man kann entweder die Authentifizierung über Cookies, Basic Auth oder halt OAuth 1 im Production-Modus nutzen. So, jetzt geht es natürlich ins Eingemachte. Haben wir Fragen bis hierher? Okay. Ich habe mal einige Anwendungsbeispiele zusammengesucht. Als erstes Ergebnis ist zum Beispiel die sogenannte Live-Search, die auch über die REST-API letztendlich mit gesteuert wird. Ein recht bekanntes und beliebtes Plugin ist der sogenannte Reactor Core. Mit Reactor Core kann man die API so weit vorbereiten, um damit Endpunkte zu setzen für Mobile Apps zu entwickeln. Ist aber nicht zwingend notwendig, wenn man eigene Endpunkte setzt. Es gibt eine Plugin-Variante, die praktisch das Plugin Advanced Custom Fields so adaptiert, dass die Endpunkte auch von den Custom Fields in die API mit reingefügt werden. Und natürlich auch das WP-API AngularJS. Viele, die mit AngularJS arbeiten, werden daran ihre Freude haben, weil einfach viele Endpunkte schon definiert sind. Arbeitet von euch jemand mit AngularJS? Hast du schon Erfahrungen damit sonst grundsätzlich gemacht? Noch nicht viel. Okay. Arbeitet zufällig jemand mit AmberJS? Also ich, wie gesagt, mache jetzt gerade so meine ersten Erfahrungen mit AngularJS, dadurch, dass ich halt mit dem Ionic Framework arbeite. Wie gesagt, Learning by Doing ist es bei mir. Also wenn ihr tiefergehende Fragen habt oder so, dann empfehle ich euch, die Hardcore-Entwickler zu fragen. Ich möchte eigentlich letztendlich nur einen Überblick und Informationen geben. Womit ich ganz gerne arbeite, um Apps zu erstellen, ist zum Beispiel das WordPress Hybrid Client. Ich sage dazu direkt, es läuft nicht auf Windows. Es ist leider nicht cross-platform entwickelt für die App nachher zu generieren. Ist es zu empfehlen, das auf einem Mac OS zu bearbeiten. Okay, jetzt haben wir natürlich einen kurzen Überblick gemacht, was es so grundsätzlich gibt. Ich möchte einen kurzen Überblick geben, welche Plugins ich so auf Anhieb gefunden habe, die schon von Grund auf REST-API-Punkte mitliefern. Da wäre zum einen, wie gesagt, Advanced Custom Fields zu nennen. Es ist
aufgebaut, dass es auch nochmal eine eigene API mitliefert. Und mit dem Plugin, was ich eben vorgestellt habe, mit dem ACF2-API, haben wir die Möglichkeit, noch eigene Endpunkte zu setzen. Das, ja. Weißt du, ob das mit ACF5 funktioniert? Was ja die meisten, glaube ich, manchmal benutzen? Ich habe es noch nicht vollständig ausprobiert, dadurch, dass ich selten im Moment ACF einsetze. Okay. Aber ich bin im Moment dabei, noch eine Testumgebung für mich aufzusetzen, wo ich das nochmal komplett durchchecke. Weil ich denke, mit ACF kann man schon sehr viele Projekte sehr gut umsetzen. Und ich möchte halt irgendwann auch so noch in den App-Bereich reingehen, deswegen muss ich ausprobieren. Ich kann es dir noch nicht hundertprozentig sagen. Pods habe ich mir mal angeguckt, ist jetzt nicht unbedingt so meins, womit ich am liebsten arbeite. Ich schreibe meine Custom Post Types lieber selbst, aber das bietet halt schon mal eine sehr gute Möglichkeit, Custom Content Types zu erstellen. BuddyPress bietet auch natürlich eine API für die REST API. Und für viele, die WooCommerce einsetzen, die kennen sicherlich auch die Einstellung API aktivieren. Damit kann man auch eigene Endpunkte setzen. Bietet sich natürlich an, wenn man auch eine Mobile-App entwickeln möchte und dann den Shop praktisch über die App mit abwickeln möchte. Was auch beliebter wird, es gibt einige Tutorials schon, ist natürlich auch via JSON eigene Themes praktisch als Frontend zu nutzen. Also praktisch, dass nicht die klassische Theme-Struktur eingehalten werden muss, sondern man schreibt sein HTML und setzt einfach dann die Endpunkte und den JSON-Feed damit ein. Wer zum Beispiel Picard, das arbeitet mit React. Ich habe es mir mal kurz angeguckt, also für jeden, der ein bisschen tiefer reingehen möchte, dann empfehle ich einfach, die Tutorials danach zu suchen. Um auch selber auszuprobieren, wie es funktioniert. Wie gesagt, ich möchte euch einfach nur den Überblick bieten, den ich selbst so mir zusammengearbeitet habe. Wo wir schon beim Thema Custom Post Types sind, habe ich jetzt die Tage ein bisschen experimentiert. Und es gibt halt die Möglichkeit, natürlich auch eigene Custom Post Types so zu definieren, dass die direkt eigene Endpunkte in der API erhalten. Ich habe jetzt mal als Beispiel Books genommen. Ich erstelle jetzt, habe einen Custom Post Type Book und setze den praktisch als eigenen Post Type und der Punkt Show in REST gleich True ist ganz wichtig, damit auch dieser Custom Post Type in der REST API auch mit angezeigt wird. Und das Gleiche gilt, ich muss halt natürlich auch die Argumente für den Post Type auch registrieren. Das kann ich mit Register Post Type Args. Wie gesagt, bei den Codebeispielen, die ich hier jetzt zeige, bitte immer nochmal überprüfen, ob das auch mit der ganz aktuellen API funktioniert. Da hat sich in den letzten Wochen einiges getan. Deswegen immer nochmal überprüfen auf dem Projekt, ob das noch so richtig ist. Im Custom Post Type kann ich dann halt so aufrufen, WP.JSON, WP, V2, Book. Posts wäre halt für Beiträge, Pages und so weiter. Ich habe ja, wie gesagt, über verschiedene Apps gesprochen, Hybrid-Apps mit WP, REST API und dem Ionic Framework. Und dazu gibt es einige Ressourcen, die ich in letzter Zeit häufiger auch genutzt habe. Einige sind Open Source. Die Code Canyon, die habe ich einfach der Vollständigkeit halber hinzugefügt, ist halt Premium. Da muss man halt eben gucken, ob man damit arbeiten möchte. Habt ihr Fragen bis hierher? Ansonsten würde ich euch gerne noch ein kleines Beispiel zeigen, was ich noch in den letzten Tagen gebastelt habe. Gut. Ich möchte euch einmal zeigen, das muss ich jetzt gerade mal hier nach rechts schieben. Ich habe mir ein kleines Mini-Plugin geschrieben, wo ich zum Beispiel hier meine Thumbnail-ID und praktisch die Featured Image Thumbnail-URL, die ja noch nicht automatisch im JSON-Feed ausgegeben wird, praktisch zu meinen Post-Daten hinzufüge. Und das sieht folgendermaßen aus. So sieht mein JSON-Feed aus auf meinem Testprojekt. Und wenn ich jetzt äh,
in Posts reingehe, habe ich hier meine Featured Image Thumbnail URL. Ja? Dann habe ich mir noch eigene Routen eingerichtet und dementsprechend auch noch eigene Endpoints, also einmal die Route alle, also all, und einmal die Route Releases. Und gebe die dann hier aus, dass ich sage, ich möchte nur Titel, Date, Content und den Autor haben. Und das kann ich dann dementsprechend unter Planet News mir ausgeben lassen. Ja? Also so könnt ihr praktisch die Daten manipulieren und ihr habt immer hier euren Namespace, eure Methoden und die Endpoints, wie ihr die definiert habt. Ich habe jetzt, wie gesagt, diesen JSON-Feed mir ein bisschen angepasst und habe daraus eine kleine App entwickelt. Die habe ich praktisch mit dem, wird ein bisschen komisch dargestellt hier, Framework WP Ionic vom Scott Bollinger umgesetzt. Ich habe hier zum Beispiel ein Intro und habe zum Beispiel hier mein Newsfeed, den ich aus dem deutschen WordPress Planet importiert habe, einfach ausgegeben. Ihr seht, hier sind halt die einzelnen Beiträge. Hier ist mein Hello World Beitrag und hier dann die einzelnen Posts von dewordpress.org, die ich einfach per Feed in meine eigene Installation gezogen habe. Den Code dazu, zu der App. Wo ich die aufrufe. Habe ich praktisch hier. Ja, ich habe hier das Angular-Module, WP News und habe dementsprechend dann hier meine States, meine Menus und so weiter. Ne, also man kann halt hier über Config habe ich meine WordPress-API-URL definiert und habe die dann jederzeit zur Verfügung. Wie gesagt, ich arbeite mich da so langsam vor. Ich bin, wie gesagt, so ein Copy-and-Paste-Pseudo-Entwickler, aber irgendwie komme ich trotzdem immer wieder ans Ziel. Okay. Wie gesagt, das hier ist jetzt eine ganz simple Hybrid-App, also man kann wirklich extrem viel damit machen und es macht mir echt irre viel Spaß, einfach so die Daten so ein bisschen zu manipulieren, daraus Apps zu entwickeln. Ich habe ganz tolle Ideen, zum Beispiel für ein Fahrradstudio, die auch ein Indoor-Cycling-Angebot haben, möchte ich halt ganz gerne eine WordPress-Seite aufsetzen, wo sie über Gravity Forms oder Buchungs-Plugin ihre Stunden praktisch buchen können, die Kunden. Und das war analog zur Webseite auch eine App, dass die Kunden auch praktisch ihren Indoor-Cycling-Platz über die App direkt buchen können. Und das ist, wo ich langfristig hin möchte. Und diese Idee, die hat mich so angefixt, also da arbeite ich noch dran. Das heißt, also spätestens nächstes Jahr kann ich euch sicherlich ganz tolle Beispiele zeigen und nicht nur einfach den rudimentären Überblick. Aber ich hoffe, ihr habt einen kleinen Überblick dafür bekommen, was man so mit der REST-API machen kann, beziehungsweise wie man die Daten manipulieren kann. Und stehe natürlich jetzt gerne zur Verfügung für Fragen. Ihr seid erschlagen. Nochmal von vorne? Och nö. Also wie gesagt, mich hat es einfach total fasziniert, wie schnell ich einfach die Endpunkte in WordPress definieren kann und praktisch mir die Daten so zusammenstellen kann, als in einem JSON-Ergebnis, die ich dann nachher dementsprechend abfragen kann, wie ich möchte. Na. Also ich habe eine Frage, ich verstehe zwar ein Gefühl davon, ich wollte eigentlich nur einen Einblick kriegen, ja. Aber wir haben eine Anforderung aus Terminen, einen JSON-Export zu machen. Mhm. Was würde damit gehen?
Natürlich, wenn das ein Custom Post Type ist, kannst du damit auch komplett den JSON-Export machen. Ja, ja. Die Termin-Plugins erzeugen ja meistens ein Custom Post Type. Richtig, genau. Im Prinzip ist dann eure Möglichkeit, die allen Punkte selbst zu definieren, die ihr letztendlich dann als JSON-Export dann rausgibt. Na. Ich wollte, wenn das schon arbeiten, relativ schnell frustriert aufgegeben, eben wegen der Situation, dass die App noch nicht fertig ist. Yeah. Es gibt zwar die Seite für die V2-Version, aber da ist praktisch keine Dokumentation drauf. Noch nicht viel, ja. Und du sagst, es ändert sich dann auch so, das kannst du da ein bisschen eine Einschätzung geben. Ab wann kann man sagen, es ist fertig und hat man irgendwie eine vernünftige Dokumentation? Ah, ich denke, an der Dokumentation arbeiten die jetzt, sobald das in der 4.4 drin ist, dass die Dokumentation weitergearbeitet. Ich denke mal, es ist auch, die brauchen auch Leute, die diese Dokumentation schreiben. Na, also das heißt, jeder, der ist herzlich eingeladen, da sich ein bisschen mit einzubringen. Natürlich gibt es einige Entwickler, wie zum Beispiel auf AppPressor, die auch einige Tutorials auch zu der neuen API-Version schon schreiben, beziehungsweise ihre eigenen Tutorials anpassen. Und im Grunde genommen ist die Dokumentation schon ganz gut, wenn man weiß, wie man letztendlich grundsätzlich die Datenbankabfrage, also WP-Query, nutzt. Wenn man WP-Query verstanden hat, kann man auch dementsprechend die Abfragen in JSON gestalten. Ne? Und wie gesagt, die Kenntnisse letztendlich, wie man die Endpunkte setzt, die eigenen Routen setzt, da gibt es ja, die Dokumentation ist ja schon vorhanden. Ne? Also das ist ja... Letztendlich schon die Beispiele sind ja schon drin und es folgen immer mehr Beispiele. Also ich denke mal, spätestens wenn die API im Core fest integriert ist und dann auch nachher die Erweiterung drin ist, spätestens dann kann man wirklich auch mit guten Dokumentationen rechnen. Also hoffe ich zumindest. Also ich will auch einige Tutorials schreiben, wenn es meine Zeit zulässt. Ja. Sonst noch Fragen? Habe ich denn eure Erwartungen zu dem Thema erfüllt, würde ich gerne von euch wissen. Ja, so ein bisschen Feedback kommt. Ich brauche was für meine Seele. Gut, ansonsten, wenn keine weiteren Fragen sind, ich denke mal, wir haben sicherlich einige Entwickler, die schon damit ein bisschen Erfahrung haben, löchert die einfach, ansonsten im Netz. Ich bin jederzeit auch per Twitter sonst erreichbar, wenn irgendwelche Fragen sind. Oder es Ideen, Vorschläge gibt, ihr mit mir erarbeiten wollt oder so, könnt ihr mich gerne anmailen. Gut, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs aufmerksame Zuhören. Ja. Feedback? Gerne. Ich habe keine Ahnung von dem Thema, aber es hat mir jetzt schon mal einen plausiblen Eindruck vermittelt. Dankeschön. Das war mein Ziel. Dankeschön.